Ja, danke Jörg. Ich hoffe, es hört mich. Man hört mich? Gut, okay. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Ruth Schönbuchner von der Firma CSGIS aus München. Wir arbeiten seit 2007 circa im Open-Source-Bereich und sehr verstärkt auch mit GVSIG. Seit 2 Jahren unterstützen wir jetzt nur mehr das Projekt GVSIG CE, übersetzt Community Edition. Mein Part in diesem Projekt bezieht sich vorwiegend auf Verfassen von Dokumentation, Durchführen von Schulungen. Auch zum Beispiel bin ich sehr stark im Webdesign tätig, so kümmere ich mich auch ein bisschen um die Infrastruktur drumherum. Also ich bin selber aber keine Softwareentwicklerin. Wir arbeiten aber in diesem Projekt sehr stark mit verschiedenen Entwicklern zusammen, unter anderem Benjamin Ducke, der auch heute hier ist. Ja, und ich möchte Ihnen einfach einen kurzen Überblick geben, was es Neues gibt in GVSIG CE. Vielleicht so ganz knapp zur Agenda. Ich möchte Ihnen einfach so eine kurze Projektpräsentation geben. Dann die Verbesserungen und neue Funktionalitäten vorstellen und einen kurzen Rückblick geben und den aktuellen Stand aufzeigen. Zur Entwicklungsgeschichte: GVSIG CE wurde 2011 ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit mit anderen relevanten Projekten zu verstärken, also vor allem Sextante, GRASSKIS, SAGA, aber auch Bibliotheken wie GEDAL, OGR und es gibt bereits auch Ansätze mit Geotools zu arbeiten, sowie die Internationalisierung der Software voranzutreiben innerhalb der Anwendergemeinde. Ich möchte jetzt im Detail nicht darauf eingehen, wie dieser, also GVSIG CE ist ein Fork der, ich sage mal, offiziellen Version von GVSIG, die damals in Spanien entwickelt wurde. Ich möchte aber jetzt nicht ins Detail gehen, warum dieser Fork entstanden ist. Dazu gab es speziell zu diesem Thema auch im letzten Jahr einen Vortrag, der auch noch online verfügbar ist. Oder wenn dazu konkrete Fragen auch sind, können wir das auch gerne in den Pausen nochmal besprechen. Aber ich möchte jetzt eigentlich eher auf die aktuelle Version eingehen und was Sie so in der Zukunft auch in dem Projekt erwarten können. Ja, die Entwicklung von GVSIG CE erfolgt auf Englisch und die Version basiert auf GVSIG OADE und GVSIG 1.12 von dieser GVSIG-Version, die in Spanien entwickelt wurde. Plus zahlreiche Verbesserungen des Codes und weiteren Funktionen, die im Rahmen zahlreicher Projekte entstanden sind. Also wir führen zum Beispiel eben auch Projekte durch, wo dann bestimmte Programmverbesserungen und Anpassungen entstehen und die fließen dann auch in die Software mit rein und werten das Produkt auf. Hier so kurz zur Entwicklungsgeschichte eine knappe Grafik. Es gibt so diese zwei so Codebasis GVSIG 1x und 2x. 1x ist quasi Version 1.10 plus 1.11 und daraus ist entstanden die GVSIG Version OADE, also Oxford Archaeology damals, Digital Edition. Diese Version plus die Neuerungen der Version GVSIG 1.12 ergeben dann im Gesamten diese Community Edition. Also die setzt sich aus diesen Versionen zusammen. Und an dieser Codebasis wird jetzt in Spanien aktuell nicht mehr weiterentwickelt, sondern dort hat ein Refactoring stattgefunden. Das heißt, man ist hier verstärkt wieder zurückgegangen, hat den Quellcode reduziert und führt das Ganze in einer Version 2x weiter. Eigentlich ist diese Version sehr viel mehr reduziert worden auch. Also man ist, hat den Code eben da entsprechend aufgeräumt und reduziert. Ja, und GVSIG CE bezieht sich aber auf diese 1.x Codebasis und versucht einfach die vorhandenen Funktionalitäten zu stabilisieren beziehungsweise auch redundante Funktionen zu entfernen und das ganze Projekt einfach, also oder diese Codebasis zu stabilisieren und weiter voranzutreiben.
Ja, es finden jährliche Code Sprints statt. Also 2011 wurde es ins Leben gerufen. Dann hat 2012 gab es einen Code Sprint in München. Hier sind wurde die Integration von Graskis und Sextante zum Beispiel vorangetrieben. Dann gab es erste Schritte hinsichtlich der Nutzung der GeoTools-Bibliothek in GVSIG.CE. Dann wurde GVSIG.CE hinsichtlich der OpenCAD-Tools erweitert. OpenCAD-Tools ist eine erweiterte Form der Editierung. Also man hat hier zahlreiche Editiermöglichkeiten und löst quasi diese OpenCAD-Tools lösen die aktuellen Editierwerkzeuge in GVSIG ab. Ja, dann wurde ein GVSIG.CE Quick Start, also eine Anwenderdokumentation verfasst in diesem Code Sprint. Letztes Jahr hat man sich dann in Berlin getroffen, 2013. Hier hat der Abgleich stattgefunden mit der Version 1.12. Also es wurden all diese Funktionen, die in der 1.12 hinzuentwickelt wurden, in die GVSIG.CE Version mit integriert. Man hat dran weiter gearbeitet an dem Aufräumen der Software oder dem Entfernen von redundantem Quellcode und Funktionalitäten. Ja, weitere Klassifikation von Bugs und die Erstellung der Roadmap für die erste Beta-Version. Und dann wurde eine neue Website zu GVSIG.CE ins Leben gerufen. Und diese Code Sprints sind eben Treffen, wo Entwickler und Anwender, auch also wie jetzt zum Beispiel ich, keine Entwicklerin, die zusammen an einen Tisch kommen und einfach gemeinsam am Projekt weiterarbeiten, also durch Coding oder durch Dokumentation, Testing. Und wir organisieren uns hier in einem Wiki und hier findet man auch zahlreiche Informationen zum Projekt, auf die Infrastruktur möchte ich gleich im Anschluss noch eingehen, näher, aber hier können Sie im GVSIG.CE-Wiki Informationen finden zu den Code Sprints zum Beispiel. Ja, zur Installation ist es keine Installation erforderlich in GVSIG.CE, es ist portabel, also man lädt das ganze Paket herunter und kann es quasi von USB-Stick aus verwenden. Also ist keine feste Installation auf der Hardware notwendig. Sextante und Graskis werden mitgeliefert in diesem Paket. Ist auch keine zusätzliche Installation notwendig. Es werden verschiedene Betriebssysteme unterstützt, also Linux, jede Distribution ab 2010, Mac ab der OS-Version 10.6 und Windows Vista 7 und 8, also die aktuellsten Versionen. Dann gibt es nur mehr Binaries für 64-Bit-Systeme. Allerdings ist die Dokumentation vorhanden für die Erstellung von 32-Bit-Binaries. Ja, es verwendet Java 1.7 als OpenJDK. Ist hier also auch keine Installation, keine Java-Installation erforderlich. Also die wird auch in dieser portablen Version mitgeliefert, verwendet dann GVSIG.CE seine eigene Java-Version. Ja, dann zur Webseite von GVSIG.CE, die ich ganz kurz vorstellen möchte. Wir haben hier einfach versucht, die Webseite ein bisschen strukturierter zu gestalten, ein bisschen zu vereinfachen, um einfach auf die wesentlichen Inhalte schnell zugreifen zu können. Die URL wäre gvsigce.org und man hat hier dann die Möglichkeit, die Version, also zunächst ein Technical Preview, in der gvsigce vorliegt, herunterzuladen. Hier wird alles in SourceForge gehostet, also Sie haben hier die Möglichkeit, sich dieses Technical Preview zum Beispiel herunterzuladen für verschiedene Betriebssysteme. Dann finden Sie hier Informationen zum Source Code zum Beispiel, der wird auch in SourceForge gehostet, verwaltet. Hier haben Sie die ganzen Informationen
Dann haben wir so eine, ja, ein bisschen so eine Bildergalerie integriert, um einfach einen Eindruck zu bekommen zu bestimmten Funktionen. Ja, hier zur Symbologie zum Beispiel ist hier vorhanden unter Software. Dann zur Community. Es gibt Mailinglisten. Und zwar hier eine GVSIG-CE-Users-List, wo eigentlich eher so der Anwender kommuniziert, also bei uns sich mit Problemen einfach an diese Liste auch wenden kann. Da geht es eher um die Funktionalität. Dann GVSIG-CE-Developer-List, also Entwicklerliste, wo dann die Programmierer miteinander kommunizieren, auch diskutieren, welche Funktionen oder wo man vielleicht ein bisschen einen Fokus drauf legen möchte in der Softwarearchitektur. Dann gibt es jetzt hier diese GVSIG-CE SVN-Log-Liste. Also hier werden praktisch alle Commits mitgeloggt. Die haben wir jetzt ausgegliedert aus der Developer-List. Wenn man da einfach das Projekt oder so die Entwicklung verfolgen möchte, dann kann man sich zu dieser Liste anmelden und bekommt dann bei jedem Commit eine Information. Ja, dann gibt es das Wiki, GVSIG-CE-Wiki. Hier finden Sie Informationen unter Community zum Beispiel, wie bereits erwähnt, zu den Codesprints, wann hierzu was geplant ist. Dann aber auch ja, bekannte Probleme zum Beispiel oder zu bestimmten Features. Zum Beispiel Map Production. Hier haben wir mal versucht, auch die aufgetretenen Probleme im Map Layout zum Beispiel zu klassifizieren, hinsichtlich Priorität. Also solche Inhalte kann man hier finden. Dann aber auch ganz interessant ist die Entwicklerdokumentation, die hier sehr schön dokumentiert wird und aktuell fortgeführt wird. Also hier, wenn es Interesse da gibt, am Projekt auch mitzuwirken und das GVSIG-CE durch Entwicklung zu unterstützen, dann kann man sich hier Informationen holen zu, ja, wie man einfach mit der Entwicklung am Projekt beginnen kann, wie man sich beteiligen kann und findet hier die Informationen. Hier unter Development, dann hier unter Documents finden Sie ja, Informationen zu verschiedenen Logos oder es gibt auch einen Flyer zu GVSIG-CE, Poster oder solche Inhalte. Finden Sie im Wiki, dann gibt es einen Bug-Tracker mit Ticketsystem, wo wir quasi oder wo dokumentiert wird, also immer wenn es Probleme gibt, Fehler auftreten, dann wird es in diesem Bug-Tracker eingetragen und dort verwaltet und eben dann auch, ja, je nachdem wie zeitnah oder wie einfach auch die Finanzierung möglich ist, dann auch umgesetzt. Ganz schön ist hier auch diese Roadmap, die man hier abrufen kann. Man sieht hier zum Beispiel dann auch, man bekommt hier einen Überblick, wo man gerade sich im Projekt in etwa befindet, wobei man jetzt nicht sagen kann, wie gewichtig diese Fehler sind, die jetzt hier noch fehlen. Also man sagt, man ist hier bei 50%, aber das bezieht sich eben auf gelöste Fälle, die man hier abrufen kann. Ja, und dieser Bug-Tracker oder in diesem Bug-Tracker wird auch die Java-Version von Sextante, die aktuellste Version, mitgehostet. Ja, dann der Bereich Dokumentation. Es gibt diese Anwenderdokumentation, die 2012 im Rahmen des Codesprints entstanden ist. Auch ein sehr schönes Tutorial, wo man sich in die Software einarbeiten kann, so die wichtigsten Bereiche einsehen und einlesen kann. Und paar Videobeispiele auch zu bestimmten Funktionen, die man hier auf der Webseite finden kann. Ja, dann das Thema Sextante.
Also in GVSIG CE ist die neueste Version von Sextante, der Java-Version von Sextante, integriert, weil, wie jetzt eingangs auch Markus Netteler erwähnt hatte, gibt es ja Sextante jetzt auch in QGIS, also als Processing-Komponente. Sextante in der Java-Version lässt sich auch in GVSIG CE integrieren und Sextante enthält eben zahlreiche eigene Geoprocessing-Tools zur Raster- und Vektordatenanalyse, die hier über GVSIG CE abgerufen werden können. Ja, die weitere Entwicklung erfolgt, also von Sextante erfolgt durch das GVSIG CE-Team, also der Java-Version, und der Quellcode wird in SourceForge gehostet. Man koordiniert sich hier auch in der Entwicklerliste mit anderen Interessenten, wie auch zum Beispiel durch das OpenJump-Projekt. Hier gab es auch Ansätze, nachdem das ja auch Java-basiert ist, gab es hier schon gewissen Austausch. Und die wichtigsten Verbesserungen wären, also dieser Settings-Dialog in Sextante, der neu organisiert wurde, der jetzt ein bisschen vereinfacht wurde. Dann die Schnittstellenoptimierung zu GrassGIS und voll funktionsfähiger grafischer Modeler für die Prozessmodelle und die Abarbeitung von Prozessketten. Also der Modeler wurde entsprechend verbessert und benutzerfreundlicher und wurde durch Funktionalität verbessert. Ja, dann GrassGIS Vektormodule können jetzt unter Windows 64-Bit verwendet werden und es gab eine Überarbeitung von Raster- und Remote Sensing Tools und es wurden auch hier redundante Funktionen entfernt, beziehungsweise es gab auch GVSIG eigene Geoprocessing Tools, die jetzt alle zusammengefasst wurden und in dieser Sextante Toolbox zur Verfügung stehen. Also, dass man nicht mehr an verschiedenen Stellen der Software sämtliche Funktionen vorfindet, sondern das wurde alles etwas besser organisiert in GVSIG CE. Ja, dann zur Editierung von Vektordaten. Es wurde die neueste Version von den OpenCAD-Tools integriert, verbesserte Editiermöglichkeiten. Dieses Projekt ist damals in Spanien in zwei Einzelprojekten entstanden und man hat hier verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel hier diese Funktion Follow Geometry, also wo man entlang von einem Flusslauf zum Beispiel eine Digitalisierung vornehmen kann. Ich möchte hier an der Stelle ganz kurz, damit Sie einen Eindruck bekommen, auch wie die Software so funktioniert, ein Videobeispiel zeigen. Also hier zu dieser Funktion Follow Geometry, man würde hier in diesen Editing-Eigenschaften zunächst einmal den Layer selektieren, an dem man sich ausrichten möchte bei dieser Digitalisierung. Und dann könnte man hier mit den Digitalisierwerkzeugen hier oben dann diese Funktion verwenden. Und er würde praktisch automatisch am Flusslauf entlang einen Stützpunkt setzen. Und man könnte quasi damit dann seine Geometrien entlang von Flussläufen erfassen. Also das sind so ein bisschen diese erweiterten Editierfunktionen, die in GVSIG CE jetzt vorliegen. Dann weitere Verbesserungen wie Copy and Paste Features zwischen verschiedenen Layern, das Anlegen von alphanumerischen Tabellen über den Projektverwalter, das war bisher auch noch nicht möglich, Standalone-Tabellen. Dann wurde die neueste Version von NavTable integriert. NavTable ist auch ein separates Projekt, so eine formularbasierte Möglichkeit, mit Attribut und Geodaten umzugehen. Diese Formularkomponente wurde in GVSIG CE integriert. Hier so kurz als Überblick, es ist eine vereinfachte Verwaltung von Attribut und Geodaten möglich. Man hat hier direkten Zugriff auf definierte Einzelwerte und man hat eine vereinfachte Navigation zum Beispiel möglich. Die Editierung von Datensätzen ist damit möglich, ohne in den Editiermodus zu wechseln. Wer GVSIG kennt,
der, dem ist das vielleicht der Begriff, dass das sonst immer notwendig ist, das fällt hier zum Beispiel weg. Vereinfachtes Kopieren und Einfügen von Elementen, verschiedene Zoom- und Navigationsmöglichkeiten hat man mit dieser Formularkomponente, Filterabfragen und übers Kontextmenü lassen sich auch verschiedene Funktionen ausführen. Dann hinsichtlich der Projektion, GVSIG CE wurde hinsichtlich dieser Projekt Broch 4 Bibliothek verbessert, also da wurde die neue Version 4.8 integriert. Dann die EPSG-Datenbank wurde auf die Version 8.1 abgedatet und GVSIG CE unterstützt auch die projektionsfreien kartesischen Koordinatensysteme, also sogenannte Engineering. Also diese Verbesserungen hinsichtlich Projektion gab es. Dann in Bezug auf Vektorformate. GVSIG bot ja immer zahlreiche Schnittstellen zu allen möglichen, auch proprietären Systemen. Man hat hier jetzt Java-Bindings für OGR und GDAL integriert, sodass man quasi über diese Bibliotheken auch auf zahlreiche Vektor- und Rasterformate Zugriff hat. Man hat hier Support für CAD-Datenformate, DXF dann und DGN. Hier zum Beispiel im Hintergrund ein DGN-Beispiel. Allerdings jetzt eben über diesen OGR-Treiber. Und im Bereich Rasterformate stehen jetzt die Bindings für GDAL zur Verfügung. Bisher hatte GVSIG zwar auch GDAL verwendet, allerdings gab es zu der damaligen Zeit diese Java-Bindings in der Form noch nicht. Deswegen wurde da eigenständig in Spanien Hand angelegt und man hat sich quasi von dieser Konstruktion verabschiedet und verwendet jetzt wirklich die offiziellen Bindings zu GDAL. Und die wurden integriert in GVSIG CE. Ja, dann ist eine Unterstützung von PostGIS 2.0 möglich und SQLite. Also damit eben auch 3D-Geometrien in PostGIS-Datenbanken über PostGIS 2.0. Und Support für Geometrie- und Sachdaten in SQLite-Containern. Ja, dann Verbesserungen hinsichtlich Symbologie und Kartenlayout. Zum Beispiel die Möglichkeit, relative Pfade zu speichern. Dann das automatische Hinzufügen von Legenden in einen View. Also man kann Standardlegenden definieren und die dann quasi mit dem Datensatz in die Ansicht von GVSIG laden, GVSIG CE laden. Ist auch im Rahmen von einem Projekt entstanden mit dem Landesamt für Denkmalpflege in Baden-Württemberg, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Dann ist auch die Darstellung von Legenden mit Negativwerten möglich. Das war so eine kleine Verbesserung. Dann 76 neue Farbschemen hat jemand geliefert, die integriert wurden für Rasterdaten. Dann gibt es neue Exportmöglichkeiten in mit höherer Auflösung in PNG, TIFF und JPEG. Das war auch immer ein Manko und das wurde im Rahmen von einem anderen Projekt umgesetzt und gefordert. Dann hat man eine Verlinkung von Kartenelementen und aktiven Layern in der Karte, also so eine kleine Verbesserung für das Zusammenspiel von Ansicht und Layout-Bereich in GVSIG CE. Ja, und dann auch so hinsichtlich der Usability, also die grafische Oberfläche, die GUI, wurde verbessert. Also man hat zum Beispiel die Reload-Möglichkeit für Einzellayer über das Kontextmenü oder Vermeidung von Mehrfachbenennungen in Layern. Dann das Look and Feel insgesamt wurde verbessert für interne Fenster des MDI. Also zum Beispiel konfigurierbare Fensterbreite, aber auch, wie man hier sehen kann, hier unten neue Buttons, neue Icons, einfach um die Benutzeroberfläche ein bisschen schöner und übersichtlicher zu gestalten und
ja, da wurde sehr viel investiert auch in die Usability. Ja, und dann zu den Verbesserungen der letzte Block, so zum Thema Quellcode, Auswahl an Verbesserungen. Also man hat auch hier eben alte und redundante Funktionalitäten entfernt, auch Bibliotheken. Also da wurde sehr viel, also vor allem im Rahmen der Code Sprints wurde da sehr viel gewährleistet, dass man einfach gesagt hat, doppelte oder mehrfach Funktionalitäten entfernen, um das Ganze einfach besser aufzuräumen, zu strukturieren und ein bisschen weniger ist oft mehr, so nach dem Motto. Ja, dann eine bessere Nutzung durch die etablierten Open-Source-Bibliotheken, wie zum Beispiel eben GDAL-OGR-Bindings, aber eben auch gibt es bereits Ansätze hinsichtlich GeoTools-Anbindung. Dann hat man sich entschieden, Closed-Source-Komponenten oder proprietäre Komponenten zu entfernen, also diesen eigenen Oracle-Treiber zum Beispiel, GVSIG oder auch diese Schnittstelle zu ArcSDE, ECW, Mr. SIT, das wurde eben jetzt teilweise, ist es über GDAL und OGR gewährleistet. Ja, und es gibt eine laufende Entwicklerdokumentation im Wiki auf Englisch. Ja, alle Neuerungen kann man hier im Wiki in dem Bereich hier unter Next Release Announcement auch noch einmal nachlesen. Hier sieht man quasi die neuen Features, die jetzt in die Software mit reingeflossen sind. Also alles, was ich jetzt so überblicksmäßig präsentiert habe, kann man sich hier vielleicht nochmal bei Interesse abrufen, so die Verbesserungen und neuen Features. Ja, und dann es gibt auch Erweiterungen zu GVSIG CE. Da möchte ich Servi2GIS erwähnen. Das ist eine eigene Software, eigene Open-Source-Software, die in den letzten Jahren entwickelt wurde. Das ist ein flexibles Werkzeug zur Konvertierung von Vermessungsdaten in GIS-Daten. Es ist ein zeilenweises Einlesen von Koordinatenmessungen möglich. Und diese Informationen kann man dann in standardisierte GIS-Formate exportieren. Da möchte ich jetzt an der Stelle auch auf den Vortrag am Freitag hinweisen, der auch hier in dem Raum um 11.30 Uhr stattfinden wird, von Herrn David Bibby vom Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, der dieses Projekt vorstellen wird. Mhm. Merk schon. Genau, also hier gibt es auch eine eigene Webseite zu survey-tools.org, aber da wird Herr Bibby dann am Freitag näher drauf eingehen, für alle, die es interessiert. Und hier nochmal ganz knapp so zur Zusammenfassung, dann bin ich eh schon durch. GVSIG CE ist jetzt die aktuellste und stabilste Version der 1.x-Code-Basis. Und es gibt eben zahlreiche interne Verbesserungen im Quellcode, die durchgeführt wurden, um die Wartung und weitere Entwicklung der Software zu vereinfachen und vor allem die Stabilität zu erhöhen. Genau, hier noch die letzte Folie mit den aktuellsten Links. Also ich werde die Präsentation auch auf der Webseite von GVSIG CE zur Verfügung stellen. Ja, dann war es das schon. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.